Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Wir haben hier das neueste, aktuellste, krügste, umfangreichste Video nach der Messe 2022 in Essen. Und das soll auch quasi der Inhalt dieses Videos sein, dass wir einen kurzen Rückblick geben auf die Messe 22, inklusive einem Halb-Halb-Loot, möchte ich mal sagen. Halb-Halb-Loot, wir könnten sagen, also Loot war ja eher klein, wir haben ja auch viele Sachen vorgestellt, also wir nennen es mal Loot-Neuheiten dann. Genau, also wir haben von der Messe relativ wenig Spiele mitgenommen, aber wir haben danach irgendwie ein ganzes Schwung gekriegt. Genau, weil wir viele schon im Shop vorbestellt hatten, aber dazu kommen wir später. Wir starten erstmal mit unserem Abschlussbericht von der Messe. Die Messe hat ja vom 6. bis zum 9. Oktober stattgefunden und an diesen 4 Tagen waren sage und schreibe 147.000 Besucher in den Messehallen. Das waren 53% mehr als im Vorjahr, war aber ja auch ganz klar, weil Vorjahr war ja noch unter, ich sag mal, restriktiven Bedingungen Corona. Noch stärker im Corona, da musste man ja mit Testpflicht und nachweisen, hast nicht gesehen. Naja, und es war ja auch, glaube ich, limitiert. An jedem Tag durften ja auch nur so und so viele Besucher rein. Auch das noch, ja, genau. Stimmt, es war ja personalisiert sogar. Ne? Das auch, limitiert und personalisiert, unglaublich. Genau. Corona-mäßig, also Maskenpflicht gab es, ganz normal, die normalen Corona-Vorgaben, sprich Kinder nicht, ansonsten, es reicht eine medizinische Maske, viele sind auch mit FFP2-Masken rummarschiert und in den Außenbereichen logischerweise nicht, beim Essen, Trinken auch nicht, muss aber sagen, das ging, also ich kenne es von der Arbeit her, da muss ich auch häufig Maske tragen, von daher, mich stört es nicht mehr so, ehrlich gesagt, und ich hatte Bedenken, so den ganzen Tag von morgens bis abends mit Maske rumlaufen, dabei spielen, ja auch reden, Kommunikation mit anderen Spielern, wenn man zusammen was gespielt hat. Und das ging. Also, wir kannten es ja auch schon aus dem Vorjahr. Im Vorjahr war es ja auch schon auch so. Das, aber also, es hat mich auch dieses Jahr nicht gestört, von daher. Nee. Und augenscheinlich, also ich habe danach eine Corona-Warnmeldung von der App gekriegt, Michaela ein paar mehr, weil sie ein besseres Bluetooth hat, wie auch immer. Das ist aber jedes Mal so. Egal, wo wir unterwegs sind, ich habe für alle Tage was bekommen, rot. Das ist egal, wo wir sind, ob wir in der Talkshow sind oder wo auch immer. Ich bekomme immer was und ja, alle anderen nicht da. Das ist nämlich das Thema eigentlich. Ich war eigentlich mit dir zusammen unterwegs. Ja, meistens. Ja, also von daher, da kam einmal eine Meldung, Michaela hatte ein, zwei mehr, war aber ein, klar, mal, bei 150.000 Leuten bleibt sowas nicht aus. Aber ich habe in den Medien auch nicht gehört, dass es danach so ein Splatter-Event wie Kieler Woche oder ja, die Wiesen war. Von daher scheint das Hygienekonzept aufgegangen zu sein. Also wir haben ja auch nichts gehabt, also von daher, wir sind hier auch gut durchgekommen. Wir waren auch sauber, ja. Genau, und dann vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Zahlen. 1.800 Neuheiten gab es, wobei das muss man immer so ein bisschen einschränken. Da waren natürlich auch viele Neuheiten noch aus dem Frühjahr dabei. Es waren 980 Aussteller aus insgesamt 56 Ländern dabei. Das finde ich ja immer total beeindruckend. Das erste Mal war jemand aus Vietnam da. Ja? Ja, der ist aber extra eingeladen worden. Aber aus Vietnam war sogar jemand da. Ja. Also es war wieder sehr, sehr, ich sag mal, vielfältig, was man da sehen konnte. Wir sind diesmal auch viel rumgeschlendert. Wir haben uns diesmal auch viel mehr Zeit genommen als sonst. Also sonst hatten wir immer mehr Termine und dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen nicht mehr so viele Termine, sondern wir wollen einfach auch mal gemütlich durch die Hallen schlendern, gerade auch durch die hinteren Hallen. Und das ging. Also auch bei den großen Hallen konnte man schlendern, trotz der Menge der Leute. Ja. Also jetzt klar, wenn die Tore aufgegangen sind, kam natürlich der erste Schwung rein, aber so im Verlauf des Tages hat sich das echt gut verlaufen und das war in Ordnung. Mhm. So, kleine Unterbrechung, weiter geht's. Wo waren wir bei den Hallen? Du hast ja gerade erzählt, wie man da durchkam. Das ging ja auch sogar in der Halle 3, wo ja eigentlich die ganzen großen Verlage waren. Es war teilweise, manchmal kam man so, ich sag mal, an Ecken, da wurde es mit einmal voller. Das war ziemlich häufig dann auch bei den Verkaufsständen, wo sich dann manchmal sowas ballte. Es gab auch immer noch diese bekannten Schlangen. Bei Hans im Glück habe ich mal eine lange Schlange gesehen. Bei Feuerland war morgens die Schlange auch immer ziemlich lang, dann am Verkaufsstand und so weiter. Und auch da, wo man sich eintragen konnte, was man spielen konnte. Aber wir haben auch, wenn wir durch die Hallen gelaufen sind, auch manchmal leere Tische gehabt. Also ich weiß zum Beispiel, als wir dieses Orilacke, ich kann das nicht aussprechen, Orikalke hieß das, glaube ich. Irgendwie so. Genau, also da waren halt leere Tische und wir sind da gerade rumgelaufen. Das war, nachdem wir La Famiglia gespielt hatten, bei Feuerland. Da haben wir gesagt, setz uns doch einfach mal das hin war morgens, und nutzen das. Gemerkt, ne? Das genau. War, wir haben ja gleich den ersten Slot gehabt bei La Famiglia. Genau. Von daher, das muss irgendwie so um 12 oder so gewesen sein und leere Tische. War komisch. Ansonsten Donnerstag war das, wie gesagt, teilweise mal an einigen Stellen war es immer voll, aber man konnte auch gut durchgehen und man konnte auch trotzdem an einigen Stellen stehen bleiben, sich unterhalten. Samstag war es dann gefühlt mit der wuseligste Tag, eigentlich, oder? Komischerweise. Also die letzten Jahre gefühlt immer Donnerstag gewesen, jetzt diesmal eher sogar ein bisschen mehr Samstag.
Sonntagmorgens waren wir ja auch noch mal kurz drauf, da war es aber gefühlt relativ leer. Sehr leer. Also wir kamen ja auch sehr gut durch. Wir sind ja nach dem Termin, den wir da noch morgens hatten, sind wir ja richtig gut durchgekommen. Ja. Weil sonst ist es ja immer so, wenn man einen Termin hat, man weiß, man muss zum Beispiel von Halle 3 nach Halle 5, da muss man ja doch schon Zeit einplanen. Die Galerie war teilweise auch ganz schön voll, gerade zur Mittagszeit. Das eine Mal, als wir da durch wollten, das war schon ganz schönes Geschiebe. Aber ansonsten, alles in allem, war das echt wieder ein ganz tolles Event. Wir haben auch wieder ganz viele nette Menschen kennengelernt. Wir sind auch das ein oder andere Mal angesprochen worden, haben auch viel gutes, tolles Feedback bekommen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Also wir freuen uns immer darüber, weil wir machen das letztendlich ja auch für euch. Und wir sprechen hier immer nur mit der Kamera. Und von daher ist es für uns natürlich auch immer total toll, wenn wir einfach auch draußen dann mal euch sehen, euch kennenlernen. Wir kennen euch natürlich nicht. Von daher ist es immer toll, wenn ihr uns ansprecht. Wir haben natürlich auch ein paar Gesichter, die hat man schon mal gesehen, die sieht man dann mal wieder, die trifft man dann mal wieder, mit denen schnackt man dann auch mal wieder total nett. Und deswegen finde ich solche Events auch immer total toll. Ja. Einfach um nette Leute wieder kennenzulernen, aber auch nette Leute wiederzutreffen. Also das ist einfach immer total toll, finde ich. Also von daher, was ist dein Fazit von der Messe? Ja, das war so das Haupthighlight eigentlich, dass wir wieder alte Bekannte getroffen haben, neue Menschen kennengelernt haben. Ansonsten, spieltechnisch habe ich gar kein Highlight. Also La Famiglia war eigentlich so und Marrakesch. Mhm. Das waren so die zwei Spieler-Highlights von den Spielen, die wir gespielt haben, sage ich mal. Aber dass ich jetzt irgendwie so gefühlt hatte, dass da irgendwie ein Hype war, so in die eine Richtung gibt es besonders viele Spiele, die groß nachgefragt worden sind oder wo ich gesagt habe, das ist ein Mechanismus, das finde ich cool oder auch ein Thema, das finde ich cool. Das war überraschenderweise relativ wenig bis gar nicht vorhanden, bei mir zumindest. Also Naturthemen fand ich, gab es wieder sehr viele Spiele. Dann gab es natürlich auch wieder sehr viele Rätselspiele, die sind ja auch immer ziemlich groß dabei. Ja, aber das ist eben nichts Neues gewesen, sage ich mal so, weil als Exit-Spiele rauskam, war das was Neues, als ich sag mal Micro City rausgekommen ist, also hier Micro Macro rausgekommen ist, das war was Neues und. Also eigentlich hat so jeder Jahrgang mindestens eine Sache, die eben wirklich innovativ und neu ist. Mhm. Und das habe ich dieses Jahr echt vermisst, beziehungsweise nicht gesehen. Mhm. Ja, also ich fand es alles in allem, war es aber ein tolles Event, wie Christian schon gesagt hat, das Maskentragen hat überhaupt nicht gestört. Für mich war auch das Highlight ihr, dass ihr uns immer mal wieder angesprochen habt. Wir haben auch dann, wenn wir gespielt haben, wir haben auch einiges gespielt, dazu gibt es auch schon unsere Gespielt-Videos. Okay, jetzt schleicht sich hier gerade eine Klinge ein. Das war dann auch toll, dass dann per Zufall auch Zuschauer mit uns dann gespielt haben zum Beispiel. Ja. Also das war für mich auch so ein Highlight, einfach euch auch zu treffen, dann auch mal zu sehen und zu hören. Und das war einfach schön. Das macht einfach immer wieder Spaß. Ansonsten gibt es jetzt ja einen neuen Eigentümer, die Spielwarenmesse EG. Ist jetzt der Eigentümer der Spiel. Das hat uns ja alle so ein bisschen aufhorchen lassen. Also ich kann nur sagen, ich für mich persönlich hoffe doch sehr, dass es so bei dem bewährten Konzept bleibt und dass da nicht zu viel umgeschmissen wird. Was natürlich immer gut, also was natürlich schön ist, immer noch mehr Spieltische, weil gefühlt gibt es da immer zu wenige noch immer. Also vielleicht so eine Halle noch, wo man nur spielen kann oder so. Das wäre natürlich auch noch toll, wo man seine ganzen Neuheiten dann inklusive ausprobieren Spiele kann. Erkläre. Inklusive, ja, ganz wichtig. Genau. Und genau, ein Highlight war für mich auch noch, wir waren dieses Jahr das erste Mal auf dem Spieleabend der Spiel des Jahres Jury mit dabei. Und das war auch total toll. Es gab lecker Essen und wir haben da auch noch total toll schön gespielt. Ja, das war der Spieleautor Jalmar Hach hat uns das Spiel Evergreen erklärt. Also das war auch echt ein Highlight für mich auf dieser Messe. Es hat super viel Spaß gemacht. Das war total toll. Ja, und ansonsten können wir nur sagen, vor der Spiel oder nach der Spiel ist vor der Spiel. Genau. Die nächste Spiel findet vom 5. bis 8. Oktober 2023 statt. Wieder sehr früh nächstes Jahr. Passt ganz gut mit dem 3. November. 3. November. 3. Oktober, sorry. Also da müssen wir dann nur 3 Tage die Woche Urlaub nehmen und 4 Tage. Weil der dritte der Dienstag ist, ne? Wir reisen meistens immer Dienstag an, genau. Also 5. bis 8. November 2023, nächstes Spiel. Wieder sehr früh bei uns hier. Das sind ja immer die Ferien dann dort in Nordrhein-Westfalen. Bin ich im richtigen Bundesland unterwegs? Das könnte hinkommen. Ich glaube ja, ist egal. Ah, deutsche Geografie. Bei uns sind halt die Ferien später. Also bei uns sind dann, ich sag mal, noch 2 Wochen Schule und dann sind erst Ferien. Das ist immer ein bisschen schade dann so. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem, was wir dann mitgenommen haben. Wir haben ja schon ein kleines Loot-Video gemacht. Das war ja ein sehr schmales Loot. Ein bisschen was ist noch dazugekommen, aber den Hauptteil der Spiele, den wir jetzt hier zeigen werden, haben wir tatsächlich schon im Shop vorbestellt gehabt. Oder ich, wie Christian jetzt sagen würde, nicht wir. Das war auch so auf der Messe rumgelaufen. So, ah, das Spiel finde ich gar nicht schlecht. Ja, habe ich schon bestellt. So, okay, das Spiel, nee, habe ich auch schon bestellt.
Okay, ja, weil es ist, einfach so, es heißt zwar Messepreise, aber das ist auf der Spiel nicht immer günstig, das Spiel. Ja, zum einen also, das, zum anderen waren eben auch viele Spiele gar nicht da. Genau, und da, oder ausverkauft schon. Ob ich es nun da kaufe oder eben bestelle und ich kriege es gleichzeitig nach Hause geliefert, ist dann im Prinzip das Gleiche. Ne? Genau. Aber so ein paar Perlen haben wir auch. Genau, also der Großteil der Spiele, den haben wir auch selber gekauft. Kleiner Teil haben wir als Rezensionsexemplar bekommen und ein Spiel, mit dem möchte ich jetzt mal anfangen. Ja, haben wir geschenkt bekommen. Genau, wir haben nämlich von zwei ganz lieben Zuschauerinnen, viele Grüße an dieser Stelle an Ulla und Dani, die treffen wir eigentlich schon seit einigen Jahren immer auf der Messe. Ich glaube, angefangen hat das seinerzeit, da waren wir noch mit dem Spiele-Podcast unterwegs. Ja, war Henry mit dabei, ja. Da war Henry noch mit dabei und ich meine Blümchen auch, weil damals hatten die beiden ja noch kein Kind, da waren wir zu viert da oben und haben die beiden getroffen das erste Mal. Ja, ewig, ja. Da oberhalb beim Saal Europa da, genau, bei dem da, wo man ja ein bisschen ruhiger sich treffen kann. Und die treffen wir halt jedes Jahr wieder auf der Spiel. Und wir hatten ja ein Video gemacht und haben gesagt, oh, wir haben El Grande nicht und wir hätten das ganz gern. Und da waren die total lieb und haben uns angeschrieben seinerzeit und haben gesagt, oh, wir haben El Grande und wir mögen das Spiel gar nicht so gerne. Wollt ihr das denn haben? Und jetzt haben die beiden uns das tatsächlich zum Spiel mitgebracht. Total lieb. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Sogar eine signierte Ausgabe. Also wir haben sogar noch eine kleine Signatur hier oben drin. Von den bisherigen Eigentümern, Besitzern. Von Ulla und Dani. Genau. Ein Unikat. Das bleibt bei uns. Genau. Also da freuen wir uns total drüber. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, genau. Okay, so. Dann starten wir mal, was wir sonst noch so mitgebracht haben. Ich fange das einfach mal an. Das haben wir nicht mitgebracht, sondern das haben wir nicht abgestimmt, vor allen Dingen, dass du anfängst. Haben wir nicht abgestimmt? Nein, mach. Okay, jetzt habe ich einfach gemacht. Tschüss. Zwergendorf von Rita Model ist ja ein, ich meine, Flip-and-Ride-Spiel, genau, wenn ich das so richtig sehe, mit Karten gesteuert. Ein Flip-and-Ride-Spiel? Nein, ich mache Spaß, ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Ist Draw nicht dasselbe wie Writen, also wenn du zeichnest oder du schreibst? Draw, nee, von weitergeben dachte ich nicht. Flippen ist ja umdrehen die Karten, Draw ist ja umgeben die Karten. Okay, auf jeden Fall. Das ist Anglizismen, ich mag sie nicht. Ein Zwergen-, Zieh- und Zeichenspiel für, Dwarf, für anspruchsvolle Familienspieler von Rita Model. 1 bis 4 Spieler, 30 bis 45 Minuten, ab 10 Jahre. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Rita Model, die hat sich hier auch auf dem Cover hier vorne verewigt. Die haben wir auf der Messe auch mit der Zwergenmütze mal gesehen. Ja. Also von daher, da habe ich schon ein bisschen mal was im Vorfeld zu gehört und bin ein bisschen neugierig geworden auf das Spiel und deswegen ist es bei uns eingezogen. Aber so vom Cover her sprichst du mich so gar nicht an, wenn ich das mal so sagen darf. Dich? Ist doch niedlich, ich finde das niedlich. Das ist niedlich? Ja, nein. Ich finde das niedlich. Doch, ich finde es niedlich. Cover. Wo wir gerade bei Covers sind, dann mache ich mal weiter. Ich glaube, mein ganzer Stapel. Wir müssen mal gucken, wo wir nachher die Spiele hinstapeln, wenn wir sie dann geholt haben und gezeigt haben. Das ist ein ansprechendes Cover. Das habe ich nämlich wirklich per Zufall gesehen. Da saßen wir irgendwo und haben ein Spiel gespielt. Wir saßen nicht. Wir waren bei HC am Kinzel und haben das andere Spiel, was ich hier gleich noch habe. Nein, lass mich doch mal ausreden. Wir saßen da und haben dieses komische Orinoco da gespielt. Orinoco. Danke. Und da gab es eine Downtime und ich habe dann so ein bisschen rumgeguckt und da habe ich dann auf den Stand von HCM Kinzle geschaut und habe das Ding da stehen gesehen. Das war, der war doch nicht auf der anderen Seite. Ist auch egal. Nee, irgendwo haben wir gesessen auf alle Fälle und ich habe das da während einer Downtime-Phase gesehen. Muss irgendein Feldspiel gewesen sein. Egal. Und ich fand das total ansprechend. Und nachdem wir mit dem Spiel da durch waren, sind wir dahin und ich habe gesagt, das ist von der Reflexion ein bisschen blöde. Das finde ich interessant. Ist eigentlich nur, also wir haben es noch nicht ausprobiert, ist ein Krimi-Puzzle mit einer Geschichte und dann puzzelt man das zusammen. Und hier zum Beispiel Tod bei den Pyramiden ist natürlich sehr stark angelehnt an Tod auf dem Nil. Es gab auch noch eine Geschichte mit dem Zug, also sprich Orient Express. Und dann gab es noch, das habe ich später online festgestellt, da gibt es auch noch eine Ausfertigung, das gesprenkelte Band. Nee, das hast du sogar da noch gesehen. Wir hatten das bezahlt. Nee, das von Sherlock Holmes habe ich da nicht gesehen. Doch, das... Nein. Ich habe das nicht gesehen, weiß ich. Habe ich erst danach, dass es 4 Teile davon gibt. Also ich bin und fest davon überzeugt. Sherlock Holmes gibt es auch. Und wenn ich das gesehen hätte, hätte ich das trotzdem gekauft, weil ich ein großer Sherlock Holmes-Fan bin. Und das gesprengelte Band, finde ich eigentlich, ist auch eine ziemlich coole Geschichte mit der, ich will da jetzt gar nicht spoilern. Wie gesagt, finde ich optisch, hat mich das sehr angesprochen und ich bin mal gespannt, ob das Spaß macht. Warte kurz, 15 Minuten Spielzeit und ein Spieler und mehr. Ein Spieler, weil irgendeiner muss puzzeln. Irgendeiner muss puzzeln. Okay, dann mache ich hier mal die nächsten 2 Spiele gleich zusammen. Ich halte dir mal eins hier in die Hand. Und zwar haben wir ja letztes Jahr angefangen mit dem Adventskalender von Cosmos, wo ich reflektiere total. Sowas. Ja, ich mochte, das Ding nicht ausgepackt? Nee, ich mochte das nicht auspacken, weil die hier immer so eine Klappe haben, die dann aufgeht und da sind noch Teile drin und die rutschen dann raus. Das wollte ich noch nicht machen. Alles andere habe ich ja schon mal ausgepackt, damit das sich so reflektiert. Auf jeden Fall haben wir letztes Jahr ja angefangen mit dem Cosmos Adventskalender. Und
Wir hatten den ja auch noch dann vom Vorjahr, den haben wir noch nicht gemacht. Nicht aber komplett. Ich wollte dann ganz gerne auch den von diesem Jahr haben, deswegen haben wir uns den auch geholt. Das ist gerade verkehrt rum, der ist gerade auf dem Kopf. Für die anspruchsvollen Zuschauer unter euch. Genau. Und das ist hier Professor Charlies Reise durch die Zeit. Und das sind auch ein Rätsel durch die Zeit in 24 Episoden. Man kann das natürlich auch so spielen, aber 24 Episoden bietet sich natürlich auch an, dann das auch als Adventskalender dann zu bieten. Hier Spiel am Stück 3 bis 4 Stunden und ein Rätsel pro Tag. 5 bis 15. Genau. Ab 14 Jahren 1 bis 6 Spieler. Und hier spannend. Haben wir, was haben wir hier für Rahmendaten? 24 Tage ab ein Spieler ab 10 Jahre und Level Einsteiger. Da freue ich mich auch total drauf. Wir müssen mal gucken, genau, wo wir die nachher alle lassen, die Spiele. Dann machen wir auf dem Stil einfach mal weiter. Wir haben dann nämlich, warte mal, Adventskalender. Wir haben dann hier einmal das. Also wir müssen dazu sagen, unser 11-jähriger Sohn hatte sich ja zum Geburtstag Exit die 3-Fragezeichen-Version gewünscht. Und die haben wir dann ja auch gespielt. Und seitdem ist er so ein bisschen dem Exit-Wahn verfallen. Wir haben auch unten, wir hatten noch 2 Exit-Spiele mehr auf das Spiel mitgebracht, weil die gab es am Einstand für 10 Euro und er hatte sich die hatte gesagt, er würde die gerne weiterspielen. Und 2 davon, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das eine war Museum und das andere Insel. Weiß ich, Insel. Nee, hier, dieser, der Flug, das mit dem Flugzeug. Ah. Aber ich komme jetzt gerade nicht mehr Flug auf den ins Titel. Ungewisse. Flug ins Ungewisse, genau. Und dann haben wir halt auch noch die Geisterbahn des Schreckens mitgebracht und noch Herr der Ringe hat er sich auch noch gewünscht. Das ist alles Level Einsteiger und ab 10 Jahre 1 bis 4 Spieler, 45 bis 90 Minuten. Ja, und das wollen wir jetzt nach und nach halt mit ihm dann spielen. Und Junior? Wir kennen die ja alle schon, diese hier. Wir haben die schon mal alle gespielt. Wobei ich muss gestehen, als ich jetzt die anderen mit ihm gespielt werden, auch dieser Flug ganz ungewiss, ich habe mich da nicht mehr so wirklich dran erinnert. Das war auch schön. Also das war schon spannend, trotzdem wieder selber mitzurätseln. Ja. Weil man nicht sofort wusste, ja genau, das war die Lösung und so funktioniert ja das Rätsel. Also dafür ist es echt zu lange her. Dann haben wir noch besorgt hier Exit Rätsel Spaß im Dschungel. Das ist nämlich ab 6, von daher was für unseren Kleinsten. Und das ist jetzt auch ganz neu rausgekommen erst. Also das ist wirklich ganz frisch, eine Neuheit von Kosmos. Und da freue ich mich einfach auch drauf, weil Jonas, also unser Jüngster, der ist ja 6 Jahre alt, der hat bei den anderen Exit-Spielen dann auch mitgerätselt. Aber das war natürlich für ihn manchmal noch ein bisschen zu much. Also von daher freue ich mich drauf, dass es da jetzt eher eine kindgerechtere Version dann auch gibt. Da bin ich auch gespannt, wie die funktioniert. Genau. Und dann haben wir hier noch einmal Exit, das Gold der Piraten. Das Spiel mit 4 eventuell asymmetrischen Puzzeln. Genau, inklusive 4 Puzzle. Wir haben ja auch schon die anderen Exit-Spiele mit Puzzeln gespielt und die haben uns auch gut gefallen. Und von daher war das auch gesetzt, dass wir das ganz gerne auch wieder haben wollen. Hoffentlich nicht wieder so duster. Da bin ich echt wieder gespannt. Die machen immer so schöne Sachen, auch mit denen, wie sie die Puzzle dann einarbeiten in die Rätsel. Das finde ich mal total klasse. Mhm. Ich meine, ich finde das sowieso mal faszinierend, dass man sich bei dieser ganzen Fülle von Spielen, die da schon rausgekommen sind bei Exit, wie man da immer noch wieder neue Ideen haben kann. Das finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Machen wir da gleich mal weiter. Adventure Games, Expedition Azkana. Von denen haben wir auch schon ein paar gespielt. Das passt jetzt so alles so in die Exit-Knobel-Detektiv-Deduktionsspiele. Genau. Und ist wieder so ein kleines, aber es ist relativ viel. Ja, ich glaube, das ist auch ist wieder was schwer. Von der Spielzeit drauf. 1 bis 4 Spiele, 1 bis 2 Stunden, ab 10 Jahre. 1 bis 2 sogar nur. Okay, hätte ich länger gedacht. Na, schauen wir mal. Wir spielen ja sowieso an solchen Spielen immer länger, auch bei den Exit-Spielen. Aber das finde ich auch nicht. Wir genießen schlimm. Das halt. Genau. Oder wir verstehen die Rätsel nicht. Oder wir können sie nicht lösen. Wie auch immer. Dann haben wir, ich muss echt aufpassen hier mit der Reflexion so ein bisschen. Ich hoffe, es reflektiert nicht zu doll. 3 Schwestern. Als ich das erste Mal gesehen hatte, ich muss immer an 3 Sisters denken, an Australien, Blue Ach so, Mountains. Ja. Von Schön. Daher, aber das hat überhaupt nichts mit den Blue Mountains und mit den 3 Sisters zu tun, sondern das ist eher jetzt hier so ein, also es ist ein wundervoll illustriertes strategisches Würfel- und Schreibspiel über das Hobbygärtnern. Also es hat nichts mit den 3 Sisters in Australien zu tun. Es ist halt wieder ein Roll-and-Ride-Spiel und wir mögen Roll-and-Ride-Spiele und von daher... Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich stand nur da und irgendwann hat sie gesagt, so, wir müssen jetzt mal zur Kasse gehen beim Schwerkraftverlag und dann habe ich das bezahlt und fertig. Ich wusste nicht, dass es um Hobbygärtnern geht bei dem... Sieht man doch schon, da ist doch ein schöner Kürbis. Das Kürbis, ja, Kürbis drauf. Kann alles sein. Das könnte auch Halloween sein, das wäre jetzt auch zeitgemäß. Ja, siehst du, passt eigentlich. Müssen wir eigentlich jetzt zur Halloween-Zeit dann mal spielen? Nee, das ist hier Hobbygärten, das müssen wir Frühling spielen, nicht zu Halloween. Und wo wir da auch gerade waren bei Schwerkraft, haben wir auch gleich noch von Leichtkraft einmal Ökosystem mitgebracht. Das ist ein reines, nacktes Kartenspiel mit 130 Karten, wo man ein Raster 4x5 Karten auslegen muss.
wird gedraftet in zwei Reihen und zwar erstmal 10 Karten einmal so rum, dann 10 Karten so rum. Und auf diesen Karten sind halt eben diverse Sachen, Tiere oder eben ein Bach oder eine Wiese oder so. Mhm. Und die beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, das eine bringt dem anderen, der anderen Karte dann Punkte oder eben einen Malus oder es wird nicht gewertet. Und wer am Ende halt eben die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Wir haben das jetzt schon mal gespielt, jetzt gerade am Wochenende. Deswegen wollen wir noch kein Fazit abgeben, da kommt noch ein Video von uns zu. Okay. Aber das wollte ich schon immer mal haben. Das ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, von 2020 ist das. Guck mal, ja, 2020. Aber das wollte ich schon immer mal haben. Und ich fand, das sah auch schick aus. Und von daher, wie wir das Spiel dann empfunden haben, da kommen wir dann in unserem Video noch zu. Okay, dann sage ich da nichts zu. Genau. Oh, dann komme ich mal zu etwas schwereren Spielen. Ich reiche dir mal das eine rüber. Ich nehme ja beide hier, weil die sind beide von Ludonova. Die hatten da auch so einen ganz großen Spieltisch und da lagen beide Spiele auch ausgebreitet. Wir haben hier einmal Airmail und einmal Sabika. Und ich fand beide Spiele, also ich sag mal so, das ist jetzt eigentlich, das sah schon ein bisschen, ja, öde kann man schon fast sagen, wo Stufler, also wenn man das hier sieht. Also ne? Airways sieht da interessanter aus. Ja, von der Optik, also gesagt, so schick sieht das gerade nicht aus, aber ich mag Flugzeuge und auch das Thema, irgendwas irgendwo hinzubringen. Von daher, ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiter mit beschäftigt, aber ich fand Airmail, das Cover hat mich irgendwie ein bisschen angesprochen und Sabika fand ich vom Cover total ansprechend und auch auf der Rückseite sieht man ja schon, da ist ja so ein Rondel-Mechanismus mit dabei, das fand ich auch total ansprechend. Deswegen mussten die beiden Spiele einfach mit. Blind mit. Die sind auch auf Englisch, die sind nicht auf Deutsch. Spanisch und Englisch, aber wir nehmen lieber die englische. Ach, Spanisch, bitte. Ich kann kein Spanisch. Kannst du Spanisch? Nein. Nein. Du sollst eigentlich wissen, dass ich kein Spanisch kann. Von daher, ja, freue mich auch drauf. Te convert igetas et uno de los nobles naza. Was ich kann. Nicht, dass du jetzt jemandem mal auf die Füße trittst, weil du Spanisch dann falsch aussprichst. Das möchte ich mich schon mal in aller Form für entschuldigen. Okay. Apropos Spanisch. Ja, mir kam das auch Spanisch vor. Das kann Das ist so ein Spiel, das hat Michaela geholt. Das war jetzt die Deluxe-Variante, ja? Nee, das war die. Die also Variante mit. Aufpassen, der Boden hält nicht so richtig. Ja. Wir, Halle, weiß ich nicht, irgendwo hinten, 4, 5, 6 oder so. Am Sonntag, also. Am Sonntag, genau. Sind. Und dann sagt Michaela, eigentlich wollte ich gerne noch meinen Bug haben. So ein kleiner Stand, kleiner Verlag. Und da war dann eben so ein Spiel in der Größe so. Das hier ist Da war dann eine Spielverpackung so in der Größe mit diesem Weinbug drauf. Kosten, ich weiß schon gar nicht, was es kostet. Irgendwas, ich glaube 30, 25, 30? 30. Und dann eben mit Erweiterung 45. Und wenn man das einzeln gekauft hätte, wäre es teurer gewesen. Jeder wollte das eben unbedingt haben. Ich zahle da meine, keine Ahnung, 45 Euro. Und dann, nee, das hat 26 Euro gekostet. Keine plus die Erweiterung 20. sind wir bei 35 nein, gewesen. Nein, 26. Und dann drückt der Typ mir das Ding in die Hand. Und ich 26 so, waren es. Das ist also die Erweiterung. Ich hätte jetzt gerne noch das Hauptspiel in der Größe. Er so, nö. Also alles auf Englisch, gebrochenes Englisch. Nö, das ist das Spiel, das du gerade bezahlt hast. What? Und dann kommt er eben raus, das ist das Grundspiel. Und das ist die Erweiterung. Und da gab es so ein paar Karten hier mit dazu, genau. Ja, und passt alles in diese formschöne Verpackung rein, die unten beim Boden nicht mal richtig hält. Und die ist auch sozusagen französisch, weil deutsche Verpackungen hatten sie nicht mehr von den großen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das hier irgendwie eine fortlaufende Nummer ist. Das da könnte unten, natürlich sein. Wie gesagt, also wir haben es noch nicht gespielt, ist ja, ihr seht, es ist alles noch verschweißt. Aber das ist alles auf Deutsch, nur die Verpackung ist auf Französisch. Ich bin gespannt, ob das seinen Preis wert. Also es soll ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel sein. Ich habe da schon sehr viel von gehört. Von daher wollte ich das einfach auch auf jeden Fall haben. Aber Christian hat beim Preis dein Gesicht war wirklich gut. Jedenfalls 3 Euro. So, ein weiteres Spiel, was ich eigentlich erst gar nicht auf der Liste hatte. Also ich habe es gesehen, ich mache immer zur Vorbereitung auf das Spiel, gucke ich immer bei BoardGameGeek rein. Da werden ja immer die Spiele so gelistet. Da kann man sich die auch aufrufen nach am meisten Beliebtes und so weiter. Man selber kann sich da ja auch eine Liste erstellen, so was ist interessant, was nicht interessant und so weiter. Und das habe ich hier auch gesehen, aber das fand ich vom Cover her, hat mich das überhaupt nicht angesprochen. Finde ich nicht schick, meine Kleinen. Und auch vom Spielmaterial, was hinten drauf zu sehen, das hat mich das auch nicht angesprochen. Aber als wir dann wieder hier waren, kamen ja so die ersten Berichte auch so ein bisschen über Spiele und da wurde dieses Spiel wirklich ziemlich häufig sehr gut genannt und wurde auch als sehr gut befunden und deswegen habe ich das dann auch noch von zu Hause dann bestellt im Shop, weil ich das dann auch ganz gerne haben wollte. Ein reines nacktes Zwei-Personen-Spiel. Ganz nacktes Zwei-Personen-Spiel, total nackig. Genau, ich bin drauf gespannt. Ich hoffe, es hält, was die anderen jetzt so versprochen haben, sage ich mal so.
So, dann haben wir hier noch Gigamon. Das ist eigentlich ein Kind. Eigentlich ist es ein Kinderspiel. Ab 5 Jahre, 2 bis 4 Spieler, 15 Minuten Spieldauer. Haben wir schon mehrmals gespielt. Zu viert, zu zweit, zu dritt. Auch und, dazu kommt dann noch ein Video. Da kommt noch ein Video und wir haben es häufiger gespielt. Mhm. Haben wir bei, beim Stand Miraculous, also beim Stand von Spieleoffensive mitgenommen. Die hatten ja für jeden einzelnen Verlag so die Stände. Und ich hatte halt davon auch schon mal was gehört und habe ich gesagt, ach komm, das nehmen wir mal mit dann. Genau. Genau. So, was gefallen hat, kommt später. Genau. Hey, bisher, die bisher muss ja auch die Spannung noch hochgehalten werden. Ja, ne? Jetzt dann bin ich gespannt. Dann hat uns vor der Messe hat uns der Autor Christoph van Konkelberge hat uns angeschrieben, City Trip Brücke. Er hat das Spiel rausgebracht, designt und er ist auch der Verleger da dazu und hat uns gefragt, ob wir das nicht mal spielen wollen. Und das ist jetzt kurz nach der Messe, ist es dann bei uns eingetroffen. Wir spielen das momentan auch, da machen wir auch noch ein Video zu. Das ist ein Flip and Ride Spiel. Das spielen wir gerade, da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video zu. Ja, über die Stadtbrücke letztendlich. Also wir sind da so, ich sag mal, Touristenführer. Wir führen die Touristen durch die Stadt. Wir wollen so die verschiedenen Wünsche der Touristen bestmöglich erfüllen, sag ich mal so. Echt? Und wer das am besten kann, der bekommt die meisten Punkte und gewinnt das Spiel. Ich dachte, wir spielen das Spiel, den Film nach. Welchen Film? Brücke sehen und sterben. Nein. Da laufen sie auch durch die ganzen... Da laufen sie? Da kommen ganz viele... Ja, ja. Mit Aimuni und Voldemort und so. Sie laufen... Voldemort. Nee, in dem Bereich sind wir nicht. Doch, doch. In dem Film schon. Ja, aber, nicht, auch, ja. Aber nicht bei dem Spiel. Kommen wir bei der Rezension, wenn ich noch näher eingehe. Oh, jetzt kommt ein Brecher. Zumindest vom Gewicht. Gespielt haben wir es ja noch genau. nicht. Sky Mines. Unser Alexander Pfister. Unser? Der Spiel 2022. Ja, eigentlich haben wir jedes Jahr ein Alexander Pfister Spiel. Ja, das stimmt. Das ist und ja von daher, das ist jetzt ja die Neuauflage von Mombasa. Genau. Wohl auch mit abgewandelten Regeln. Ich habe davon noch gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Aber auf alle Fälle gewichtmäßig scheint es ein Klopper zu sein. Und das muss und Mombasa ja. haben wir ja auch schon gespielt damals, als genau. es rausgekommen ist. Und auf den Pfister freue ich mich immer. Ich mich auch und deswegen musste das Spiel auch auf jeden Fall. Das haben wir aber genau. nicht mitgenommen, haben wir auch schon vorbestellt gehabt. So, und jetzt mache ich hier mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo da das zweite Spiel ist. Hast du das zweite Spiel dazu? Ja. Ja. Dann war Funko Games, die waren auch auf der Messe. Da konnte man aber so keine Spiele kaufen, aber da bekam man netterweise so einen kleinen, ich sag mal, Flyer in die Hand und dann stand da so ein Code drauf und dann haben die gesagt, man kann bei denen online die Spiele bestellen und bekommt dann noch 20% Rabatt. Und ich wollte diese Spiele schon immer mal haben, Pan Am, und jetzt via Window noch nicht immer, weil es ist jetzt erst neu rausgekommen, aber Pan Am wollte ich schon immer mal gehabt haben oder haben wollen. Oder wie auch immer. Und deswegen habe ich dann da die prompt dann online bestellt und ich muss auch sagen, das war jetzt auch gar nicht teuer. Also wir haben für diese beiden Spiele dann mit den 20% 52 Euro bestellt und ich finde gerade so... Mit Versandkosten aus England. Mit Versandkosten aus England. Und inklusive Zollgebühr. Das hat ja ungefähr 10 Tage gekostet. Gedauert, das ging total flott, das hat reibungslos geklappt. Ich habe erst gedacht, so na, mal gucken, ja, jetzt englische Posten seitdem so, ne? England aus der EU raus ist, wie das dann da sein wird mit dem Zoll oder sowas, aber da war gar nichts, hat auch reibungslos alles geklappt und ich muss ganz ehrlich sagen, also zwei Spiele für rund 52 Euro finde ich echt ein Schnapper, weil in der heutigen ja. Zeit ist ja eher so, dass du 40 bis 50 Euro für ein Spiel zahlst. Aber die sind natürlich auf Englisch und gerade jetzt hier ja. Rear Window, das basiert ja auf dem Film von Alfred Hitchcock, Das Fenster zum Hof, falls das noch jemand kennt, den Film, sind ziemlich guter Film. Komplett auf Englisch und 3 bis 5 Spieler. Also von daher, man wird bestimmt viel lesen müssen. Und wir müssen mal jemanden finden, der ein englisches Spiel mit uns zusammenspielt. Ja, aber wenn wir das vorher, ich sag mal, uns durchgelesen haben und erklärt haben, dann haben die anderen ja nicht mehr viel Englisch ja, dabei. Also ja, von daher, genau. Also das haben wir haben ja noch mehr englische Spiele. Airmail und Savika sind ja auch ja, englisch. Ja, aber die sind ja ab 2, ne? Ja, das hier, aber Pan Am ist auch ab 2. Ja, aber das hier ist ab 2. Ja, 2 Jahre wollte ich gerade sagen, ab 2 Spiele. So, jetzt wird es hier langsam ein bisschen voller. Ein kleines von Cosmos, Death Valley. 1 bis 2 Spieler, 15 Minuten Spielzeit ab 8 Jahre. Genau, haben wir sogar, ich kann nicht mehr reden, hatten wir mitgenommen, weil wir reisen ja dienstags an und dann haben wir Dienstagabend und auch Mittwochabend dann noch ein bisschen Zeit und das haben wir tatsächlich in der Hotellobby im Vorfeld auch schon ein bisschen gespielt. Kommt dann demnächst auch noch ein Video zu uns. So ist ein reines Kartenspiel, so aus dieser Buttonschei-Reihe, sag ich mal so. Ist das mein Buttonschei-Reihe? Ist jetzt schüchterner Knopf. Buttonschei, so heißt die, diese kleine Kartenreihe. Kommen eigentlich ja immer da Buttonschei-Spiele. Ja, sag ich dann.
Die kommen eigentlich eher dann immer ja bei Frosted Games raus und das ist jetzt aber bei Cosmos rausgekommen. Wie gesagt, kommt dann auch noch ein Video zu, haben wir auch schon gespielt. Man sitzt sich im Prinzip gegenüber und es geht im Prinzip darum, sein eigenes Reisetagebuch und seine Erinnerungen da letztendlich dann zu legen bei sich und das ja. bestmöglich. Ja, und damit dem anderen vielleicht diese Erinnerung kaputt zu machen. Na, so ganz, wie Michaela das ganz so böse hätte ich das jetzt nicht formuliert. Doch, nee, du nicht, aber gemacht hast du. So, dann waren wir Mind Clash Games am Stand und dieses Spiel... Da sind insgesamt 6 Bierdosen drin von Astra, die sind in einem Mini-Format. Nein. Nicht schütteln. Nein. Nein. Mich hat das Thema angesprochen, es geht hier um Sterne, mich nicht hat der Titel um Bier. Es geht hier nicht um Bier, es geht um Sterne. Ich fand, das hatte auch eine schöne Tischpräsenz. Das war dann nämlich, wurde ja auch gespielt bei Mind Clash Games an den Spieltischen. Hat richtig schöne große Karten mit dabei. Thema mag ich, Material mochte ich. Ich habe jetzt zum einen leider, die Brettspielgeeks haben schon gespielt. Die haben gesagt, das Spiel hat leider ein Problem. Ich hoffe, dass wir dieses Problem nicht entdecken werden, weil die fanden das damit das Spiel ein bisschen broken. Schade. Also wir werden es auf jeden Fall noch spielen. Ist nur schade, wenn man sowas hinterher hört dann. Und ich habe auch. Du weißt auch, was das Problem ist. Ja, und ich habe auch bei der Brettspielgarde gesehen, die waren nämlich bei Skellig Games während der Spiel praktisch am Stand und dass Skellig Games das Spiel auf Deutsch rausbringen wird. Manchmal, also ich bin ja auch immer versucht, so Spiele gleich mitzunehmen, manchmal ist dann doch das Warten. Ja, wobei da haben wir noch eine Promo zugekriegt. Genau. Und die wird bei der Deutschen bestimmt nicht dabei sein. Nee, die wird bei der Deutschen bestimmt nicht dabei sein. Deswegen zum Beispiel Woodcraft haben wir zum Beispiel auch nicht mitgenommen, weil wir auch gesagt haben, so viele Spiele können wir sowieso nicht gleich spielen. Und Woodcraft wussten wir ja schon im Vorfeld, dass es auch bei Pegasus demnächst auf Deutsch rauskommen wird. Und was ich jetzt gesehen habe im Shop bei Pegasus, ist sogar im November, dass Woodcraft da schon auf Deutsch rauskommen wird. Von daher haben wir zum Beispiel Woodcraft auch gar nicht mitgenommen dann von der Spiel. Von daher, ich hoffe mal, dass ich das nicht, dieses Problem... Ja, bei diesem Spiel ergibt, wie die Brettspiel-Geeks das gesagt haben. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Du bist schon durch oder hast du noch was? Nee, einen habe ich noch, einer, was drei ist, und zwar bei Treffel. Genau, bei Treffel haben wir am Stand, ein polnischer Verlag. Und die haben schon recht viele Spiele und die wollen jetzt ganz gerne auf dem deutschen Markt die waren vor allem im Bereich Puzzle unterwegs und jetzt sind sie halt eben im Bereich Spiele noch stärker unterwegs. Genau. Und da haben wir mehrere Sachen getestet bei denen am Stand und dann auch just ein paar mitgenommen. Also einmal hier Lord of Bones, das ist so ein Dungeon Crawler, wie man so schön sagt. Also wir bauen ein Dungeon auf, bewegen uns darin umher mit unseren Helden, bekämpfen Monster, ist im Prinzip von der Idee her so ein bisschen wie Karak. Man fühlt sich ja an Karak erinnert. Ne? Man kann seine Leute auch aufleveln, dass sie halt eben bessere Ausrüstung haben und. Gespielt haben wir es bisher noch nicht. Also ja, wie gesagt, wir haben es angespielt, aber wir haben es noch nicht durchgespielt oder zu zweit richtig getestet, aber kommt auf alle Fälle noch. Das ist das eine. Dann haben wir hier The Book of Dragons. Das haben wir jetzt schon am Stand gespielt, haben wir es schon zu zweit gespielt? Weiß jetzt nein, zu zweit haben wir es. Wir haben es auf alle Fälle jetzt am Wochenende zu viert gespielt. Mhm. Und die eine Mitspielerin ist halt eben total drachenbegeistert. Von daher war das Ding schon mal ein gutes Spiel. Ob wir als Spieler, die nicht unbedingt so diesen Drachen-Fable haben, davon auch begeistert sind, erzählen wir nochmal. Es ist im Prinzip so ein Würfel-Kartenspiel, wo man versucht, Karten über den Wert der Würfel zu bekommen. Mhm. Die bringen dann bei Spielern die Siegpunkte. Und je nachdem, was für eine Karte ist, kann die auch Eigenschaften haben, die halt eben einen gewissen Effekt auslösen können. Und man battelt sich im Prinzip so ein bisschen mit den Würfeln, die man hat. Und da folgt dann eine Rezension. Genau. Und da haben wir sogar schon eine Rezension zu gemacht. Genau. Mysterious Dungeons. Mir hat Spaß gemacht. Guckt euch die Rezension an. So, genau. Ich bin durch mit meiner Seite. Du bist kommt da noch durch. Viel bei dir? Nee, da kommt nicht mehr so viel. Ach, das hätte man eigentlich in die Rätselspielseite packen können. Chronopops. Ohne Cops, nicht Pops. Ist jetzt ja, ich sag mal, eine Reihe, die bei Pegasus neu gestartet ist. Da haben wir jetzt einmal hier Da Vincis Universal-Dilemma. Einsteins Relativitätskrise. Genau, meins hat hier Schwierigkeitsgrad. Meins ist einfach. Meins hat zwei, also zwei Punkte hier hinten und deins hat einen Punkt letztendlich. Ist ein Zeitreiseabenteuer mit verrücktem Humor und viel Augenzwinkern. Basiert auf den Point-and-Click-Adventures. Also ich bin mal gespannt. Ich habe schon von einigen gehört, die es gespielt haben. Die fanden es gut. Wir mögen ja solche Rätselspiele. Von daher bin ich mal gespannt. Dieses Einstands-Relativitätskrise, das hat ja nur ein Dings hier. Da haben einige schon gesagt, das ist sehr einfach. Das hier ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Von daher müssen wir mal das gucken. Können wir mit den Kiddies. Das können wir dann ja mit den Kiddies vielleicht spielen. Müssen wir dann mal gucken.
Aber farbenfroh auf meine Fälle, ab 12. Ne? Ja, vom Cover her finde ich, sieht das eher aus wie Kinderspiele, total, oder? Total. Also und dann steht da drauf, wie hier ab 12. Also ab 12 ist ja schon eher dann fortgeschrittenes, ich sag mal. Ab 12. Ja, beides ab 12. Nee, okay. Nee. Also von dem Cover her und auch von der Rückseite, wenn man sich die Karten anguckt, finde ich, sieht das eher aus. Ja, ist eher so Comic-Style im Kindalter. Genau, also von daher, ich bin mal gespannt drauf, ich freue mich drauf. So, dann kommen wir noch zu einem kleinen Spiel, was wir bei HCM Kinzelanstand gespielt haben. Auch das hatte ich schon mal so ein bisschen im Vorfeld was von gehört. Das gibt es ja auch schon ein bisschen länger, konnte man das auch schon auf Board Game Arena spielen. Ich habe es da noch nicht ausgetestet. Soll auch ein sehr schönes Draw-and-Write-Spiel sein. Es geht hier wieder um. Gespielt? Nee, haben wir nicht gespielt, wir haben es gekauft, weil ich wollte es haben. Verständlich, das gespielt. Nee, das war ja, wir hatten das gesehen, dass es da zu kaufen gab und dann sind wir doch den einen Tag, haben wir es doch nicht gleich mitgenommen, sondern dann noch an einem anderen Tag irgendwie nachher später abends, wo wir dann ja auch das Puzzlespiel dann mitgenommen haben. Ja, genau, das mit den Pyramiden. Genau. Ja, geht hier wieder um Untergrundbahnen, von daher, da bin ich auch mal gespannt drauf. Da haben wir echt ganz schön viel von diesen End-Ride-Dingern momentan. Ja. Also die, das ist auch noch so ein Trend. Naturthemen, Draw and Write Spiele. Ja, Write generell, ob gut Flip ist oder Draw oder was der Geier was. Genau, dann komme ich noch zu zwei Spielen. Vor der Messe habe ich noch zwei Spiele von meinen lieben, lieben Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und viele liebe Grüße. Und zwar einmal hier Light of Dragons, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Ein Würfelspiel ohne Würfelglück. Wir haben hier so einen Spielplan, jeder sitzt an einer Seite und jeder hat so Würfel. Die sind auch von 1 bis 6, aber da sind im Prinzip Kreaturen, sag ich jetzt mal drauf. Und die Kreaturen haben so unterschiedliche Fähigkeiten. Es geht im Prinzip darauf, man hat so eine Startaufstellung, man darf bestimmte Würfel am Anfang auf den Spielplan bringen. Dann darf man die entweder orthogonal oder waagerecht in ein Feld ziehen. Orthogonal ist senkrecht und waagerecht. Okay, dann darf man sie waagerecht oder senkrecht in ein Feld ziehen. Eine Kreatur hat auch die Fähigkeit, die durfte sogar diagonal ziehen. Und immer der höhere Wert schlägt den kleineren Wert, wobei die 3 konnte auch die 6 schlagen. Dann gab es zum Beispiel die Seelen. Ich meine, das waren die Seelen, wenn die in einer bestimmten Anzahl nebeneinander lagen direkt, dann haben die so einen Schutzwall gebildet. Dann konnte man die letztendlich nicht schlagen und so weiter. Und es geht eigentlich darum, ich glaube, der erste, der 10 Punkte erreicht. Ich weiß gar nicht mehr, bekam man, weil man einen Würfel geschlagen hatte, bekam man, glaube ich, immer die Punkte in Höhe der Figur, die man geschlagen hatte, ne? War das so? Also wir haben es auch in der Messe, also im Vorfeld der Messe, an diesem Dienstag und Mittwoch, das hatten wir auch mitgenommen, haben es da gespielt. Wir haben es zweimal gespielt oder dreimal da. Es hat uns so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil auch dieser Schutzwall, den man da so bilden lässt, war am Anfang so, ja nun kann ich die gar nicht bilden. Und wir hatten beide so einen Schutzwall, die standen sich da gegenüber. Und so, ja, was passiert jetzt? So. Genau. Und dann war das auch irgendwie so, ich habe auch so blöde Fehler gemacht, weil man dann, ich habe immer überlegt, so ich war irgendwie in meinem Kosmos, so wenn ich den jetzt mache, dann könnte ich das und dann könnte ich den gleich schlagen und so weiter und irgendwie habe ich dann immer was übersehen und hat Christian mich geschlagen, Christian hat die 2 Spiele gewonnen, die wir gespielt haben. Von daher, das müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen, das ist also ein komplett abstraktes Spiel, das müssen wir nochmal spielen. Ja, und Dompierre, das spielen wir jetzt gerade, das haben wir schon zu zweit und auch zu viert gespielt, ist so in der, ich sag mal ja, Thematik Wein, wir bauen hier letztendlich Trauben an, wir ernten die Trauben, wir keltern die Trauben, wir machen daraus dann Champagner letztendlich. Wir verkaufen den Champagner. Ist schon ein sehr, sehr komplexes Spiel. Die Anleitung, ist schon ganz schön, ja. Wir haben ja auch zusammenarbeitet mit einem befreundeten Pärchen. Das ging los. Wir haben angefangen so gefühlt, ich glaube um 11:30 oder so. Naja, bis irgendwie sowas. Ja, halb es war 3, schon, 2, 2, ich glaube also es 2 Spiel Uhr nachts. Also Spiel und Anleitung, nicht nur die Anleitung. Ja, das, also, da hat man echt gemerkt, und das nach dem Arbeitstag auf dem Freitagnacht, das war echt anstrengend gewesen. Und wir haben es jetzt schon mal auch dann zu zweit danach gespielt, da hat sich einiges doch einfacher dargestellt von den Regeln, als das nachts der Fall war. Von daher. Aber da kommt dann auch noch ein einzelnes Video von uns dazu zu dem Spiel. Aber ja, genau, deswegen wollen wir jetzt auch noch gar nicht weiter dazu sagen, wie wir es finden, weil wir haben es jetzt auch erst zweimal gespielt, einmal zu viert und einmal zu zweit. Das kommt auf jeden Fall zu viert auch nochmal auf den Tisch und auch zu zweit kommt das nochmal weitere Male auf den Tisch. Ja, das war's. Das war einmal unser Abschlussbericht von der Spiel. Das sind so die Neuheiten, die eingetrudelt sind. Ich habe sogar noch ein bisschen was vorbestellt. Ich habe nämlich noch King Domino Origins vorbestellt und noch Caldera Park. War da nicht noch eins mit dabei? Also von daher, die Spiele sind noch nicht da. Die kommen dann noch. Ach ja, und Exit Sherlock Holmes, der neue Sherlock Holmes-Fall. Ah, das Verschwinden des Sherlock Holmes. Genau, das habe ich auch schon vorbestellt. Das war jetzt auch schon lieferbar. Das kommt jetzt auch demnächst. Also es kommt dann doch noch ein bisschen was.
Ich freue mich drauf, die ganzen Spiele zu spielen. Wir brauchen viel mehr Zeit, wir brauchen viel mehr Freizeit. Wir brauchen mehr Urlaub. Wir brauchen mehr Urlaub, genau. Schreibt doch mal in die Kommentare, was habt ihr mitgenommen von dem Spiel? Was sind eure Messe-Highlights? Gibt es noch irgendwelche Spiele, wo ihr sagt, die sollen wir uns auf jeden Fall mal anschauen, weil die habt ihr gespielt, die habt ihr ausprobiert. Die sind super toll. Ansonsten schaut... Wir können auch gerne nochmal sagen, wenn eins von den Spielen so besonders schnell gespielt werden soll, dann können wir das vielleicht in unserer, würden wir jetzt als nächste Spielenliste entsprechend nach oben packen. Genau. Ansonsten schaut auch gerne in unsere anderen Videos rein. Wir haben ja schon die Neuheitenschau, da waren wir ja, wenn ihr vielleicht nochmal gucken wollt, was waren für neue Spiele, da haben wir ja ein Video zu gemacht. Wir haben auch schon zwei Gespielt-Videos gemacht. Das erste war ja in Form mit unserem kleinen Loot-Video und auch schon einem Eindrucksvideo von der Spiel. Das zweite ist ein bisschen umfangreicheres Gespielt-Video, also schaut auch gerne nochmal in diese Videos rein und schaut natürlich auch in unsere anderen Videos rein, die wir sonst gemacht haben. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Ganz viel reingeschaut, ne? Merke ich jetzt gerade mal so. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Das hilft uns natürlich sehr. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.